Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 4b von der Moritz-Grundschule waren 4 Tage bei Radio Frei und hatten das Thema Gesundheit und Herr Kneipp. Einmal die Wasseranwendung, die Ernährung, die Kräuter, die Bewegung und oben drüber ist das Dach. Das ist die Ordnung. Ordnung will sagen Lebensordnung, das richtige Verhältnis von Anspannung und Entspannung. Wir haben in den letzten Jahren viel gearbeitet und haben vor allen Dingen uns als Gesundheitsverein profiliert. Warum machen Sie das? Warum? Weil das Prävention ist, und Prävention ist immer besser, als dass man dann erst krank ist und dann halt irgendwas hat. Und um einfach da vorzubeugen. Der Kneippverein Erfurt wurde 1995 wiedergegründet. Er hat sich vorgenommen, das Erbe von Pfarrer Sebastian Kneipp zu pflegen und sich um die Gesundheit von Körper, Geist und Seele zu kümmern. Und dafür ist man nie zu alt oder zu jung. So sind sogar Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Lehrern und Betreuern Mitglied im Erfurter Kneippverein. Die 5 Säulen der Lehre von Pfarrer Kneipp geben dem Verein die Orientierung. Viele der engagierten Frauen und Männer haben sich extra qualifizieren lassen und sind als zertifizierte Übungsleiter tätig. Unter anderem für Fitnessgymnastik und auch Nordic Walking. Wir haben hier 8 verschiedene Nordic Walking Routes. Das ist hier die 3-Türme-Route mit 23,0 Kilometer. Dann so hier rüber das Wasser und das hier wirkt es von unten nach oben. Leute, das kommen ja nicht zurecht morgens. Das ist Frühschoppen, das ist die Tasse Kaffee des Kneippianers. Und ich muss sagen, ich bin da unheimlich dankbar dafür. Wir haben hier eine gute Gemeinschaft gefunden. Wir gehen fast jedes Wochenende wandern noch. Und auch wenn wir unterwegs sind, das Wassertreten gehört einfach dazu. Wo wir Wasser sehen, machen wir das auch. Und dann sind wir oftmals mit nach Bad Lauterberg gefahren. Und da hat uns ja Herr Weber auch immer gezeigt. Und er hat uns eigentlich viel beigebracht. Wir haben mit ihm Line Dance gemacht, wir machen mit ihm Nordic Walking haben wir mit ihm gemacht. Und von hier, von Bad Berge aus, gehen auch viele Veranstaltungen aus. Und das ist positiv. Wir sind eine gute, richtige, gute Gemeinschaft. Ja, also das kann ich nur bestärkt sagen. Ich bin seit 12 Jahren Kneippmitglied, durch Herrn Weber mitgeworben worden. Und es war für mich ein Segen, nachdem ich auch allein dann da stand. Wir haben viele Freunde und machen aktiv im Urlaub, außerhalb des Urlaubs. Ja. Mindestens 3-mal in der Woche sehen wir uns in irgendeiner Weise, um sportliche Aktivitäten zu machen. Und dann gehen wir noch am Samstag oder Sonntag auch noch wandern. Die Vereinsarbeit findet in der Natur, auf den Nordic Walking Pisten, in Schwimmbädern, in Unterrichtsräumen, Turnhallen oder auch im Vereinslokal statt. Ein Erfurter Hotel stellt sogar einmal monatlich einen Raum zur Verfügung. Dort trifft man sich, um die Übungsinhalte und Termine abzustimmen. Darüber hinaus gibt es 2-mal im Jahr eine Weiterbildungswoche in der Norddeutschen Gesundheitsschule Kneipp-Kurhaus Heikenberg in Bad Lauterberg im Harz. Eine Einrichtung des Kneipp-Bundes e.V., die von den Mitgliedern eigenfinanziert und organisiert wird. Und es ist auch mal ganz wichtig, dass wir gute soziale Kontakte haben, dass wir nette Freunde haben, dass wir in der Familie gut aufgehoben sind. Und da bietet sich natürlich der Kneippverein für Menschen an, die alleine sind, die in der Gemeinschaft dann etwas Schönes tun können für ihre Gesundheit. Und natürlich sind wir keine Gesundheitsfanatiker. Es muss alles irgendwie in das ganz normale Leben einbezogen werden, damit wir keinen Stress haben. Also wir sind keine Wissenschaftler, sondern ganz normale Menschen. Der Kneippverein ist seit einigen Jahren jetzt auch Mitglied des Landessportbundes. Und damit ist die Arbeit etwas leichter geworden, weil nicht mehr so viele finanzielle Auflagen erfolgen, dass man eine Leitung hat, dass man einen Arbeitsplan hat. Das ist ein Jahresarbeitsplan. Da werden einmal die Termine für die Sitzungen der Leitung festgelegt. Und wenn die Mitgliederversammlung ist, werden anfangs einige organisatorische Dinge besprochen, wenn das notwendig ist. Ansonsten steht
dieser einmalige Treff im Monat, immer der letzte Donnerstag im Monat, unter einem ganz bestimmten Thema. Ich bin Schatzmeister im Verein und weiß also, wie es im Verein so um die Finanzen bestellt ist. Und deshalb habe ich meinen Mann aktiviert. Als Ehrenamt wird er die Internetseite und neu gestalten für den Verein. Und ja, und habe ihn auch von der Kneipp-Idee mit infiziert. Mit begeistert. Ja, nachdem wir die Fotos gemacht haben, die jetzt mit für die ganze Präsentation verwendet werden, haben wir erstmal Postkarten gedruckt, die als, sag ich mal, als Erinnerungsstück in die Schulen gegangen sind. Die haben wir auch bei uns in der Agentur gedruckt und Herr Weber hat sie, beziehungsweise andere Vereinsmitglieder, haben sie in den Schulen verteilt. Und als nächstes steht die neue Homepage auf dem Programm, die jetzt eigentlich schon fertig ist, in einem modernen Redaktionssystem, sodass die jederzeit von überall her gepflegt werden kann. Die ist jetzt eigentlich schon in den Startlöchern und soll in den nächsten 2 Monaten ins Netz gehen, dass wir eigentlich eine modernere Präsentation haben, basierend auf moderner Technik. Welches Gehalt empfangen Sie? Gehalt gibt es in dem Fall überhaupt nichts. Absolut gar nichts. Also wie, was machen Sie hier? Das ist alles eigentlich ehrenamtlich, was wir machen, ja. Wir kriegen lediglich vom Landessportbund eine Förderung, damit wir unsere Übungsleiter etwas geben können. Das ist zwar nicht viel, das ist auch mehr ehrenamtlich, was die alle machen. Ein Höhepunkt in der Vereinsarbeit ist der Kneipp-Geburtstag. Aufwendig vorbereitet führt er regelmäßig Alt und Jung, Vereinsmitglieder, interessierte Bürger, Eltern und Lehrer am Nordstrand in Erfurt zusammen, um sich gemäß der Lehren Kneipps zu bewegen. Im Kneipp-Geburtstag haben wir also auch für die Kinder, um die heranzuführen, wurde Suppe gekocht im Kindergarten, Möhrensuppe und Buchweizengrütze. Das hat eine Kneipp-Freundin das erste Mal gemacht für uns. Wir haben da ein bisschen kritisch erst geguckt, aber es hat den meisten sehr gut geschmeckt. Es war ein wunderschöner Tag verlebt. Wir haben im Nachhinein dann natürlich drüber gesprochen. Die Kinder waren alle sehr, sehr begeistert. Und da wir eine sehr gesundheitsbewusste Schule sind, jedes Jahr auch eine Gesundheitswoche haben und so weiter, passt es genau in unsere Konzept auch mit rein. Ich muss dazu sagen, Mitglieder, einige davon kommen uns auch regelmäßig unterstützen bei dieser Gesundheitswoche. Die krönt mit einem riesen Buffet für alle Kinder, gesundes Buffet. Mhm. Und dort haben wir Unterstützung von den Kneipp-Mitgliedern. Zum Beispiel, also die helfen uns erst mal mit und dann macht der Herr Weber immer Grünkernbratlinge. Der ist der große Renner an unserer Schule. Sehr engagierte Mitarbeiter, sehr liebevolle Mitarbeiter, die sich wirklich rührend um die Kinder gekümmert haben. Kinder lernen hier wichtige soziale Verhaltensweisen wie Teamwork, das Teilen von Obst und Gemüse aus der Frühstücksbüchse oder die Orientierung im Gelände beim Sternenmarsch. Es werden gemeinsam Plakate gestaltet und in verschiedenen Einrichtungen präsentiert. Zuletzt ging es um das Thema »Die Natur hilft«. Der Vorsitzende, Peter Weber, ist Motor des Erfurter Kneippvereins. Er lebt konsequent und mit Leidenschaft nach den Lehren Kneipps. Dank seines Engagements und der lustigen und originellen Ideen wirkt er belebend auf die Gemeinschaft. Insbesondere für die Jüngsten ist er ein Vorbild in gesunder Lebensweise. Dazu gehört Tai Chi auf der Wiese, genauso wie das Eisbaden im Winter am Nordstrand oder zum Beispiel das Schneetreten im Kindergarten. Ganz im Sinne von Pfarrer Sebastian Kneipp.